Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier. Du machst dabei. Das zählt hinterher. Guten Tag. Ja, immer noch Holz. Der Wald muss weg. Und ja, du machst den Wald verkaufen, ne? Immer noch, ja. Wir vergolden unsere Güter und dann mit einem vollen Geldsäckel zu wechseln. Hohen Wochenstart. Ja, genau. Wunderschönen Montag. Und einen schönen Wochenstart. Was ich brauchen können. Montag. Ja. Ey, ich kann. Wird aber viel und so gehen, ne? Jo. Schwer beladen mit Holz. Jo. Ich mit Beilen. Du hast hier vorher nass gemacht. Ja, genau. Das zittert dir alles. Tja. Das liegt an der Performance des Surveys. Die sowieso heute bei mir grottisch. Nein, ist schlecht ist. Das verstehe ich nicht. Wie das eingefahrene Werkstatt. Ja. Reißt du ein? Ne, kannst du machen. Weil die Werkstatt ist nämlich Runde. Ja, ganz einfach normalerweise. Ja. Also eingefahren habe ich es mal. Bei einigen Fahrzeugen funktioniert es. Bei dem bin ich. Der Rübenabfahrer. Können wir reparieren. Der macht eine Fräse nicht schlecht, ne, für die Silage. Ja. Weil ich mag ja den gelben Kurs nicht beim bei der Werkstatt. So, neu lackieren, 54.000. Bitte nicht. Einmal. Nein. Einmal richtig Geld ausgeben. Nein. Nicht mit lackieren. Auch nicht für ein Deutz. Auch nicht für ein Deutz. Schade. Ich halte mal durch.
Ist garantiert wegen Alia, ne? Kann sein. With the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Gut, die Mais hier raus. Ja. Ich hab doch eine Arbeit drin.
Heute habe ich einen gesehen, der kam vom Villa raus, ne? Mhm. Ich meine, wenn er im Villa noch eine Maske trägt, kann ich ja noch sagen, okay, der hat Angst. Aber der ist draußen auch mit Maske rumgelaufen. Ja. FFP2-Maske. Jo. Der ist draußen so warm. Tja. Jeder seins, ne? Ja, da hat die Gehirnwäsche schon mächtig Arbeit geleistet. Und glaubt er im Prinzip, dass er dadurch geschützt ist, aber im Gegenteil ist der Fall. Und durch dieses feuchtwarme Klima, da fühlen sich die Pilze besonders wohl. Und Bakterien. Boah, muss wieder selber wissen. Keime drin sind. Die OP-Masken, die schlimmsten, die es gibt. Okay. Ja, weil die ganze drin so ein Kunststoffzeug ist, so Glasfaser und so ein Zeug. Glasfaser? Naja, in der Maske. Internet. Okay. Und wenn die, viele tragen die Maske ja in der Hose und knittern die ein bisschen, ne? Ja. Dann werden die gebrochen und dann kommen die unter Umständen in die Lunge rein. Und das kann dann zum Lungenkrebs führen. Weil die Fremdpartikel hier eingeschlossen werden vom Körper. Ja. Und wenn es nicht abgebaut werden kann, weil es fremd ist, also künstlich, dann können daraus Tumore entstehen. Das ist damals passiert auch mit Asbest. Das wirst du erst merken in 10 Jahren oder so, wenn plötzlich die Fälle ansteigen. Doch, allen sind alle verkauft. Schön. Auch noch Fusillage da. Jo. Ja. Das Stück ist voll. Der Liga wird leer sein, ne? Ah, ein Rest da drinne. Kaufst du Rüben? Nee. Mach ins Hofsilo. Paar passen hier noch rein. Ja. Wir fahren Radler noch weg. Zuckerrüben.
Na, gehen höchstens 10.000 rein. Okay. Bin unterwegs. Da stellt jetzt hier ein LKW hin, dann mache ich noch ein bisschen voll. Oder nö, Traktor an den LKW brauche ich ja. Achso. Okay. Immer ein Holz. Fertig. Der. Und ich schaue, das soll es auch schon heute gewesen sein. Dann sagen wir mal Tschüss, ciao. Und ja, schon was sehen wir uns mal wieder. Tschüss. Tschüss.